Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute für euch wieder ein Rezepte-Video. Und zwar geht es in diesem Video um Chiasamen. Nachdem ich im letzten Video, also im DM-Haul, gefragt habe, wer von euch gerne so ein Chiasamen-Rezepte-Video sehen möchte, haben so viele unter das Video kommentiert, dass sie gerne eins sehen möchten. Und heute habe ich für euch 4 Rezeptideen, 2 herzhafte und 2 süße Varianten. Ich habe mittlerweile Chiasamen fest in meinen Alltag integriert, weil die erstens geschmacksneutral sind. Das heißt, ich kann überall mit beimischen, ohne dass sie den Geschmack irgendwie beeinflussen, und zweitens quellen die bis auf das Vielfache im Magen an, sodass die viel, viel länger satt halten. Chiasamen gibt es ja mittlerweile fast überall zu kaufen, aber ich finde tatsächlich im Laden die viel, viel teurer. Ich habe die ja im DM gekauft, 200 Gramm für 4 Euro, und bei Amazon, wo ich die mir jetzt auch immer holen werde, kostet ein Kilogramm nur 8 oder 9 Euro. Und ich werde euch auch mal den Link unten in die Infobox packen, und damit auch ihr ein bisschen Inspiration und Ideen habt für eure Rezepte, habe ich für euch heute 4 Rezeptideen. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Das erste Rezept ist ein süßes Rezept und es handelt sich hierbei um Pancakes mit Bananen und Chiasamen. Dafür braucht ihr 2 Bananen, 300 ml Milch, 2 Esslöffel Chiasamen und 130 Gramm Mehl. Als Mehlersatz habe ich hier übrigens Braunhirsenmehl genommen. Das ist einfach leichter verträglich und für mich gerade leichter verdaulich, und der war in meiner letzten Degusterbox drin. Und als erstes vermischt ihr die Chiasamen mit der Milch und lasst das ungefähr für 20 Minuten im Kühlschrank aufquellen. Ihr könnt aber auch ein bisschen weniger warten, aber dann bekommt ihr nicht diese gelartige Konsistenz und dann schmeckt das nicht ganz so lecker. Und in der Zwischenzeit zerquetscht ihr die Bananen und mischt dazu das Mehl. Ihr könnt auch ein bisschen Zucker dazu geben, aber dadurch, dass die Bananen schon ziemlich süß sind, habe ich das hier einfach weggelassen. Dazu gebt ihr 1 Esslöffel Backpulver, 1 Teelöffel Zimt und eine Prise Salz, und ihr könnt gerne noch ein bisschen Vanille dazu geben. Für die extra Süße könnt ihr aber auch 3 Datteln nehmen und die im Mixer zerkleinern. Datteln sind nämlich von Natur aus süß, und wenn ihr das im Mixer zerkleinert, könnt ihr das ganz gut den Pancakes hinzugeben. Den Mixer verlinke ich euch dann auch mal in die Infobox, weil ich gesehen habe, dass den echt viele haben. Wenn die Chiasamen im Kühlschrank aufgequollen sind, könnt ihr dann das Ganze miteinander verrühren und dann bekommt ihr so eine glatte Konsistenz. Und dann macht ihr pro Pancake ungefähr 2 Esslöffel in die Pfanne. Gebt davor ruhig noch ein bisschen Olivenöl hinzu und backt die von beiden Seiten, bis sie so ein bisschen goldbraun werden. Ihr müsst aber aufpassen, weil die schnell braun werden. Innen bleiben sie zwar etwas glitschig, aber das kommt halt durch die Bananen, und dazu könnt ihr noch ein bisschen Ahornsirup drüber geben und das Ganze mit Erdbeeren dekorieren. Erdbeeren sind immer so schön Instagram-fähig. Und das sind nun die Bananen-Pancakes mit Chiasamen. Oh yeah. Als nächstes haben wir meine altbekannten Zucchini-Pancakes mit Chiasamen verfeinert, damit die noch länger satt halten. Dafür raspelt ihr einfach eine halbe Zucchini klein, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dazu noch ein paar Lauchzwiebeln mit dazugeben. Dann gebt ihr 2 Eier hinzu und würzt das Ganze so, wie ihr möchtet, mit den verschiedensten Gewürzen, die ihr habt. Dazu gebe ich dann 1 Esslöffel Chiasamen und versuche das Ganze für so circa 10 Minuten aufquellen zu lassen. Das Ganze verrührt ihr schon, und in der Pfanne erhitzt ihr dann 2 Esslöffel Olivenöl und gebt dann pro Pancake wieder 2 Esslöffel bzw. 2,5, und bratet das Ganze kurz von beiden Seiten an und versucht mit dem Pfannenwender das so gut wie möglich zu wenden. Der Teig reicht für circa 3 bis 4 Pancakes und das Ganze könnt ihr dann noch mit Basilikum garnieren. Ich liebe ja Basilikum. Und fertig sind die Zucchini-Pancakes. Super einfach, schnell und sehr sattmachend. Das nächste Rezept ist eigentlich das Grundrezept, was man so mit Chiasamen anstellen kann, nämlich Chia Pudding. Und hier habe ich das ganz cool dekoriert in einem Glas. Das muss noch nicht mal ganz so groß sein. Dazu vermischt ihr 2 Esslöffel Chiasamen mit etwas Milch und ein Kleckser Joghurt. Hier habe ich griechischen Joghurt genommen, aber nehmt da einfach den, den ihr möchtet. Dann packt ihr das Ganze für ca. 10 bis 15 Minuten in den Kühlschrank. Ihr könnt das auch über Nacht machen, so quellen die Chiasamen nämlich richtig schön auf. Dann bekommt das Ganze so eine feste, geleeartige Konsistenz. Die nächste Schicht würde ich dann mit Haferflocken auslegen. Hier habe ich leider mit Erdbeeren begonnen, deswegen rutschen die so rein in den Pudding. Bei der nächsten Schicht verwende ich dann wieder Vollkorn-Haferflocken und darüber gebe ich als dritte Schicht Blaubeeren, aber ihr könnt es eigentlich so machen, wie ihr möchtet, mit euren Lieblingsfrüchten. Und fertig ist euer Chia-Pudding. Eignet sich auch wirklich sehr gut für Instagram, und ich habe das letztens auf Snapchat gepostet und es haben sehr viele gescreenshottet.
Beste kommt zum Schluss, würde ich mal sagen. Und somit kommen wir zu meinem Lieblingsrezept, das sogar meine Schwester lecker findet. Hierbei geht es nämlich um Chia Quinoa Burger. Dazu weicht ihr 2 Esslöffel Chiasamen in ca. 90 ml Wasser für 15 Minuten ein. Danach wascht ihr 60 Gramm Quinoa, um mögliche Bitterstoffe zu entfernen. Das gebt ihr dann in die 2,5-fache Menge Wasser und salzt das und bringt das zum Kochen. Wenn das Ganze dann blubbert, lasst ihr das bei mittlerer Hitze weiterköcheln, bis die Quinoa auch vollständig aufgequollen sind. Und wenn nötig, gießt ihr das restliche Wasser ab und lasst das abkühlen. Dann braucht ihr 60 Gramm Brokkoli-Röschen. Das ist ungefähr so eine große Brokkoli-Baum. Ich nenne das immer Brokkoli-Bäumchen. Das gebt ihr dann in den Mixer und dann zerkleinert ihr das so, dass es am Ende so aussieht. Das gebt ihr dann in eine große Schale und bröselt ungefähr 60 Gramm Feta auf. Dazu gebt ihr dann 20 Gramm Haferflocken oder Vollkornhaferflocken und vermischt das Ganze. Wenn das Chia-Gel aufgequollen ist, gebt ihr das hinzu und die Quinoa natürlich auch. Schmeckt das Ganze mit Salz und Pfeffer ab und gebt das ungefähr für 30 Minuten in den Kühlschrank, um das ziehen zu lassen. Daraus könnt ihr dann ungefähr 4 Bratlinge formen, aber passt auf, das ist ganz schön bröselig. Ihr müsst aufpassen, dass es nicht in eurer Hand zerbröselt, aber mit etwas Geschick und Übung funktioniert das. Immerhin habe ich das erste Mal gemacht und es hat ganz gut funktioniert. Dann erhitzt ihr 2 Esslöffel Öl in der Pfanne und erhitzt dann die kleinen Bratlinge bei mittlerer Hitze von jeder Seite für ca. 4 bis 5 Minuten. Und auch hier beim Wenden aufpassen, denn das erfordert ein wenig Übung. Und dann gebt ihr das Ganze in so eine Vollkornbrötchen, die so aussehen wie Burgerbrötchen. Darauf könnt ihr dann 2 Scheiben Tomaten drauflegen, Basilikum natürlich, weil ich das liebe. Und darauf packt ihr dann den Bratling. Und was super gut schmeckt, ist, wenn ihr darauf noch etwas Joghurt gebt. Ich habe hier wieder griechischen Joghurt genommen, aber nehmt einfach den Joghurt, den ihr möchtet. Und darauf kommt dann die obere Hälfte des Burgerbrötchens. Und fertig ist euer leckerer Burger, vegetarisch und wirklich, wirklich lecker. Alle Rezepte findet ihr dann nochmal unten in der Infobox. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, welches euer Lieblingsrezept war. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Hier kommt ihr zu meinem letzten Video, dem DM-Haul für den August. Und darunter kommt ihr zu einem anderen Rezepte-Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!